Bei mir ist natürlich Kollege Schnürschuh, sprich Kutsche. Und wir sprechen heute über alles, was dieses Team angeht, nämlich die Eagles, was die Patriots angeht. Aber wir haben natürlich auch noch das ein oder andere Schmankerl vorbereitet. Wir haben bei Sex and the City gab es Mr. Big, bei Run NFL gibt es Mr. Bing. Warum er inzwischen so heißt, das wird er uns bestimmt nachher verraten. Der Schenkster, also Volker Schenk, mit dem werden wir noch skypen. Und Mark Ntschotscha nimmt sich auch noch Zeit für uns, was natürlich eine absolute Ehre ist. Aber das werden wir dann nachher alles noch mit ihm besprechen, was es jetzt heißt mit seinem neuen Vertrag bei den 49ers, wo er jetzt wohnt und so weiter und so fort. Das besprechen wir alles. Aber ja, erstmal schön, dass du da bist, mein Freund. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Endlich hat die Super Bowl-Woche angefangen. Es ist soweit. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und Carsten hat unser Programm erzählt. Pickepacke voll heute. Ja, voller Erfolg. Wie immer machen wir das aber nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also, wenn ihr Fragen, Meinungen habt, vor allem an Volker oder an Marc, feuert das in die Kommentare. Wir versuchen wie immer ein Auge darauf zu haben und ja, so viele Fragen wie möglich von euch dann auch an die beiden weiterzuleiten. Das Ende war jetzt neu, das hat mich jetzt verwirrt. Ich dachte, du endest wieder mit für unten. Ich wollte eigentlich simultan wie so eine Stewardess das alles kommentieren, aber gut, das hat nicht funktioniert. Genau, genau, mach das ordentlich. Lass uns einmal gleich zu Beginn in die Super Bowl-Woche mit den aktuellen News einsteigen. Gronk trainiert wieder, ist zwar immer noch im Gronkuschen-Protokoll oder im Concussion-Protokoll, wird auch heute Abend nicht an der Open Night teilnehmen, Stand jetzt. Es deutet aber vieles darauf hin, dass er mitspielen kann. Das ist so auch schon wieder so eine typische Vollverarsche von der NFL. Also Cem konnte sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Der sah aus, als hätte ihn Mike Tyson 6 Runden durch den Ring geprügelt. So ungefähr sah der aus. Dann sagte er, ich habe was im Auge und darf plötzlich weitermachen. So, bei Gronk ist es, er hat eine Gehirnerschütterung, also er ist im Concussion Protocol. Er darf nicht sich den Fragen der Journalisten stellen. Also wo man sich so wie wir jetzt hinsetzt und sagt, Kutsche, wie geht es dir? Und du sagst, mir geht's gut. Das ist zu anstrengend. Aber trainieren darf er. Kannst du mir diese Logik kurz mal erklären? Kann ich nicht. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass er irgendeinen Quatsch antwortet. Hey, wie geht's dir? Heiter bis wolkig. Ja, aber überleg doch mal. Also entweder bist du im Concussion-Protokoll oder nicht. Ja. Und ich meine, ich mag ja diese ganzen Verschwörungstheorien nicht mit Patriots und werden bevorteilt. Aber das ist doch jetzt ein ganz klassisches Ding. Den haben sie richtig weggenutzt. Den haben sie richtig aus dem Leben geschossen. Barry Church, also das ist ja im Jacksonville-Spiel passiert, musste auch noch blechen dafür, 25.000 Dollar. Und die Liga hat ja auch aktuelle Zahlen rausgegeben. 281 Gehirnerschütterungen gab es in der Saison, also bei den Spielen und auch in den Trainingseinheiten. So viele wie noch nie. Richtig. Und dann musst du doch wirklich jetzt, wo die ganze Welt zuguckt, dann ein Exempel statuieren. Dann ist es doch egal, ob es jetzt ein Leistungsträger ist, der Patriots. Du kannst doch nicht sagen, der darf nicht zur Media Night, also er darf keine Fragen beantworten, zum Beispiel von Coach Izume oder wer auch immer da rumläuft. Aber trainieren darfst du. Das ist doch völlig, völlig paradox. Ja. Wird auf jeden Fall noch spannend die kommenden Tage. The Eagles have landed. Die sind gestern in the Nest drin. Die sind gestern schon in Minneapolis angekommen. Die Patriots müssten jetzt auch langsam eintrudeln oder sind sogar schon da. Kommen also ein paar Stunden später. Die Eagles am Sonntag, die Patriots am Montag. Heute Abend geht es dann gleich los mit Programm. Mit der Opening Night. Ja, jetzt geht's richtig los. Was ich ganz interessant finde, die Patriots sind ja das Heimteam. Ja. Deswegen dürfen sie bei den, auf den Trainingsplätzen der Vikings trainieren. Ja. Die Eagles trainieren an der University of Minnesota. Ist, glaube ich, schied egal, wo du trainierst, weil beides ist State of the Art, beides sind gute Plätze. Solange die Eagles nicht draußen trainieren müssen, ist alles gut. Insofern, ganz ehrlich, da wird gerade so viel Geschisse drum gemacht. Wer ist jetzt im Vorteil, weil Heimteam, ganz ehrlich, sobald der Whitehead da tatsächlich die Münze hochwirft und danach anpfeift, dass der Kickoff erfolgt, ist das sowas von Sheet egal, wer da Heimteam ist oder was auch immer. Dann gibt es direkt ein paar von Koffer und dann geht's los. Neues auch noch, er wird ja eh nicht spielen, Carson Wentz. Kreuzbandriss, hat jetzt aber in einem Interview gesagt, dass es nicht nur das Kreuzband war im linken Knie, sondern auch das Innenband war gerissen. Also Doppelschaden sozusagen. Aber er ist im Zeitplan und er geht davon aus, in Week 1 der kommenden Saison dann wieder dabei zu sein. James Harrison, gefühlt 86, lange Steelers jetzt bei den Patriots, ist 39, will aber auch noch weiterspielen. Also es wird nicht sein letztes Spiel. Also wenn du die Trainingsvideos von ihm siehst, der Typ ist, glaube ich, fitter als so mancher 22-Jährige, der irgendwie ab und an mal ins Fitnessstudio geht. Der Typ ist eine Vollmaschine.
Also ich werde nie vergessen, wie der für die Steelers an der Endzone sich einfach mal den Ball aus der Luft geholt hat und 100 Yards in die Richtung gelaufen ist. Also nicht wie dein, wie hieß er noch, Juju Smith-Schuster, ja, dem der Tank leer war. Warum hört er denn auf? Warum der aufhörte, sondern der ist durchgelaufen. Du, wenn die Patriots ihn nächstes Jahr noch brauchen oder wenn er woanders hingeht, vielleicht geht er auch nach Jacksonville, wer weiß das schon, dann ist der für jedes Team eine Bereicherung, definitiv. Und das Wichtigste, was du gesagt hast, was Carson Wentz angeht, ist, er selber sagt immer wahr. Also es war eine Verletzung. Und dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass der zu alter Stärke zurückkommen wird und dass der dann mit Nick Foles natürlich um den Startplatz nicht unbedingt battlen muss, aber wenn die Eagles tatsächlich den Titel holen, wird das eine ganz schön harte Nuss, einfach zu sagen, so, ich bin wieder da, Foles setzt sich dahin, ich mach das mal. Also dann wird es, glaube ich, schon ein kleines Battle geben. Wahrscheinlich wird Foles dann die Eagles auch verlassen und irgendwo für sehr viel Geld, ich ahne schon, wo du ihn am liebsten dann hättest. Aber für Carson Wentz, der einfach wirklich ein großartiges Quarterback-Talent ist, ist das gut. Ist das gut, wenn er einfach wieder komplett 100% wiederhergestellt ist. Lennart, das ist so der größte Eagles-Fan, den ich kenne, schreibt, es sei das Außenband, LCL, Innenband, Außenband, kaputt ist kaputt. Aber Lennart, eine gute Nachricht, das habe ich heute auch gelesen, Lane Johnson, ja, von den Eagles, hat wohl schon im August gesagt, da konnte ja keiner damit rechnen, dass die Eagles tatsächlich so weit kommen, wenn wir den Super Bowl holen, gibt es Freibier für alle. Ja. Und er wurde jetzt gerade wieder darauf angesprochen und hat gesagt, ja, da stehe ich zu. Also können sich die Philly-Fans bei der Parade, glaube ich, auf einiges freuen. Bud Light, auch anderes Bier schmeckt gut. Aber Dilly Dilly. Genau, Bud Light ist schon zur Seite gesprungen, meinte, da legen wir was Schönes zusammen, da machen wir ein schönes Festival. Wenn sie schlau sind, ist es natürlich für jede Brauerei, das ist ja so, als wenn jetzt der HSV tatsächlich mal Meister werden würde und irgendein Spieler... Das werden wir beide nicht mehr erleben. Nein, das werden wir beide nicht mehr erleben. Und wenn dann tatsächlich Hollerbach sagen würde, pass auf, den gibt's Freibier, dann würde ihn wahrscheinlich Astra oder Holzen auch nicht hängen lassen, aber wahrscheinlich gibt es dann kein Bier mehr, da gibt es dann andere Sachen, wenn die mal tatsächlich irgendwann noch Meister werden. So! Überleitung des Todes, Meister werden, ein Meister seines Faches ist Volker Schenk. Oh, die war gut, die Überleitung. Ich rufe ihn mal an. Ruf ihn mal an, das Ding ist ja das, er heißt ja jetzt ganz offiziell Mr. Bing und nicht, weil er aussieht wie Chandler Bing von den Friends, sondern warum, das wird er uns gleich erklären. Pass auf, den gibt es Freibier. Dann wird ihn eine persönliche, jetzt höre ich mich selber, ein Hoch auf die Technik. Da ist er! Der Schenkster, meine Damen und Herren. Beim Friseur war. Des Todes Meister werden. Ja? Ein Meister seines Faches, Volker Schenk. Oh, die war gut. Ja. Hörst du uns, Volker? Wir hören uns auch selbst. Okay. Jetzt ist er weg. Jetzt, Volker, schon wieder da. Jetzt bist du wieder da. Okay. Hörst du uns? Er war beim Friseur. Super. Du warst beim Friseur, Herr Kollege. Haha, genau. Die Rod Stewart Gedächtnismatte musste weichen. So, war mir einfach noch ein bisschen. Ja, im Netz hat er wahrscheinlich keinen Keller. Das sollte wahrscheinlich so viel heißen wie: Ich wollte die Frisur, ich wollte wieder ordentlich aussehen. Den Bart hat da mal jemand. Das sollte heißen, wahrscheinlich, ich habe meinen Bart abgeschnitten, dementsprechend hat er sich die Haare abgeschnitten. Genau, das sollte es heißen. Da ist er wieder! Da ist er mal, jetzt kommen wir zusammen. Menschen, Kinder. Ich habe es ja schon angekündigt, du hast ja jetzt in der Community einen neuen Spitznamen weg, nämlich Mr. Bing. Zu deiner Erklärung, immer wenn Roman gestern beim Pro Bowl, was die beiden Souveränen mit Jan gemeint, also die beiden, einer für die AFC, der andere für die NFC, mit Jan Stecker gemeinsam kommentiert haben, und immer wenn Roman eine Statistik rausgehauen hat, dann machte er Bing. Und seitdem heißt er von vielen schon Mr. Bing genannt. Okay. Mr. Bing, nice. Ja, musste einfach sein. Ich meine, er macht das ja natürlich immer mit Bravour, der liebe Roman. Aber es hat eigentlich beim Rangrillen angefangen. Volker? Deine Leitung ist wieder weg, ich übersetze das. Beim Rangrillen wurden die beiden nämlich gefragt nach einem Quiz. Und dann hat er ein Quiz gemacht gegen Roman und hat die Statistikfragen sehr zum Schock von Roman alle richtig beantwortet. Und seitdem macht er immer Bing. Jetzt hören wir dich wieder. Hast du einen Goldhamster, der auf der Leitung steht, oder was ist mit dir los da unten im Keller? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, du, hier. In meiner Umgebung, es ist so ländlich, weißt du, hier am schönen Tegernsee, da... Du sitzt ja auch vor deinem Haus, ne? Genau, siehst du? Ja. Das ist mein Entspannungshaus.
So, Super Bowl steht auf dem Programm. Wir machen eine große Rams-Show, aber was ist jetzt für dich eigentlich, was ist jetzt für dich Sache? Wer ist Favorit? Eagles oder Patriots? Du, Favorit, jetzt ganz ehrlich, gibt's nicht wirklich. Wenn du im Super Bowl stehst, dann gehören beide dazu. Und ich finde dieses bescheuerte Underdog-Getue von den Eagles immer so affig, weißt du? Die sind sensationell, haben super gespielt. Man hat es in beiden Playoff-Spielen gesehen, dass sie doch was können. Du hast sensationelle Receiving-Squad, du hast zwei tolle Running-Backs. Nick Foles gegen die Falcons war so ein bisschen shaky, da hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Da fand ich ihn so eine mittlere Katastrophe. Aber, weißt du, der Gameplan, den sie dann gegen die Saints abgefeiert haben, das war schon Oberklasse. Ne? Wenn wir jetzt sagen, gegen die Vikings, wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, Tom Brady hat die Chance, einen richtig großen Titel zu holen und die Eagles haben aber auf ihrer Seite die Chance, das Ganze zu vermiesen, wer ist motivierter? Du, Brady, es gibt, glaube ich, keinen, der motivierter ist wie ein Brady. Also in meinen Augen ist er ist somit das Ehrgeizigste, was auf diesem Footballfeld steht. Und er ist auch so ein Arbeitstier, ja. Von morgens bis nachts ist er nur mit Football beschäftigt. Ich glaube, auch in der Offseason arbeitet er konsequent. Nur er ist auf jeden Fall derjenige, der die komplette Einstellung mitbringt. Wenn wir jetzt überlegen, es gibt zwei Spieler bei den Eagles, unter anderem einer, der sozusagen direkt in die Suppe von Tom Brady spucken kann, nämlich Mr. Long. Wenn der jetzt um die Ecke kommt, bremst der oder gibt der noch extra Gas? Also ich glaube, er gibt extra Gas. Und wenn da von der anderen Seite dann Fletcher Cox angeflogen kommt, dann ich glaube auch, dass Fletcher Cox ein ziemlicher Disruptor ist für die Offense-Line. Ja? Gegen Jacksonville haben sie gut gehalten, haben echt einen guten Job gemacht. Brady ist natürlich auch so ein Gott in dieser Pocket. Ja? Diese Pocket-Presence von ihm, das ist echt abgefahren, was er macht, wie er sich da bewegt. Er nimmt diese ganzen Lücken wahr, bewegt sie nach vorne, macht dann nur kleine Schritte zur Seite und kann somit oder konnte somit viele Sacks umgehen, hat trotzdem relativ viele Quarterback-Hits bekommen. Ich glaube, dass ein Long, weißt du, du willst einen Super Bowl gewinnen, du bist in diesem Finale, überhaupt mal hinzukommen, ist ja eh schon sehr unwahrscheinlich. Wenn du dann drin stehst, ja, dann magst du das Ding auch gewinnen und dann machst du alles, was es bedarf. Und eben auch, wenn es da ist, dem Brady mal kurz auszunocken, machst du das. Vor allem, ich glaube, wenn sie Brady irgendwie vom Feld nehmen können, dann ist das Ding eh gelaufen. Bringt es deutlich auf den Punkt. Deswegen hatte ich nämlich das gefragt. Weil wenn einer weiß, wie wichtig Brady ist, dann ist es natürlich Long. Der hat auf der anderen Seite das Ganze erlebt. Der weiß aber auch genau um die Schwachstellen. Denn wenn einer im Training jedes Mal die O-Liner studieren konnte, dann natürlich er. Ich glaube, das wird für die O-Line der Patriots eine ganz schön harte Nuss. Also ich glaube persönlich, ich tippe auf die Eagles. Bin ich jetzt mal ganz, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Ich habe von Volker noch nicht so einen richtigen Tipp gehört. Also ich denke, die Patriots machen das Ganze. Ja, okay. Ja. Also da bin ich schon pro Patriots, mal Vorbereitungszeit von 2 Wochen mit ins Boot reinnehmen. Dann hast du Belichick und Brady. Das ist echt ein geniales Duo. Das sind zwei Köpfe, die zusammenkommen. Ich glaube, da spielt die Erfahrung noch eine große Rolle. Das kann wirklich ein Vorteil sein. Wir haben es letztes Jahr gesehen gegen die Falcons. Junge Defense, die haben einfach dieses Momentum verloren und 25 Punkte aufholen. Es gab so viele Fourth Quarter Comebacks von Brady. Da ist er schon Sonderklasse. Ja? Die ganzen Spieler haben viel mehr Erfahrung und in einem Super Bowl zu sein, ist natürlich was Besonderes. Ich denke, die Frage ist auch, wie gehen die Eagles damit um, weißt du? Wenn wir uns Minnesota anschauen, die waren kurz vorm Finale dahorn und haben es in meinen Augen im Kopf verloren. Ja. Du, völlig klar, aber auf der anderen Seite, ich glaube, die Eagles wissen erstens, wie der letzte Super Bowl ausgegangen ist. Also die werden die Fehler, die die Falcons gemacht haben, nicht wiederholen. Zweitens, wenn du dir angeguckt hast, wie souverän sie Foles zum Beispiel auch wirklich durch Schwächen durchgecoacht haben, die Offense-Koordinatoren der Eagles, sehe ich da noch keine Schwäche. Ich sehe nur eine Schwäche, nämlich bei den Patriots. Das, was Jacksonville defense-technisch gemacht hat am Anfang, hat funktioniert. Und das war ein Lehrvideo für die Eagles. Und die Eagles spielen ähnlich. Also ich glaube wirklich, das wird eine ganz schön harte Nuss. Entweder wird es ein richtig knappes Ding und dann gehen die Patriots ganz knapp vom Platz. Oder es wird so wie bei den Jacksonville Jaguars am Anfang, haben die Eagles mal richtig den Gashahn aufgedreht und sitzen mit dem roten Drehzahl aber richtig hier und geben einfach mal 3-4 Punkte vor und dann mal gucken.
Weißt du, ich finde es spannend. Oder ich bin auf den Gameplan der Eagles Defense gespannt. Weil was Jacksonville gemacht hat, sie haben mit 4 Linemen haben sie Druck aufgebaut. Und das ist in der ersten Halbzeit ist es gelungen, ja, von Jacksonville gegen die Patriots. Aber in der zweiten Halbzeit, da haben sie wirklich Kotten. Ja, gar nicht. Vor allem aus der Mitte, wenn der Druck kommt. Das mag er nicht. Dann haben sie Probleme. Ja, deswegen so. Gucken wir uns an, was der Linebacker-Squad da leisten wird. Was macht eigentlich das? Kutsche ist ja so ein Boulevardjournalist. Was macht jetzt eigentlich ein The Shankster, Mr. Bing, nach dem Super Bowl? Also, was machst du im Sommer? Mich an den Tegel legen. Wird ein Geheimnis bleiben. Er redet nicht immer so langsam. Also das ist die Leitung. Mich an den Tegernsee. Er hätte ein echter Schenkster antworten. Ich fliege mich an den Tegernsee. Steht gerade. So. Du stehst auf der Leitung. Das ist vorhin so gut funktioniert. Ich glaube, Jan steht auf dem Stecker bei ihm. Oder? Oh, der war jetzt wieder. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Sag nochmal, Volker, wir haben dich leider nicht verstanden. Also wo sieht man dich ab Mitte Februar? Wo kann man dich da treffen? Ja, das ist noch so ein bisschen fraglich. Ich wurde Veranstaltungen. Ich habe um Anspannung, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so mein Thema, in das ich eintauche wieder ab März. Und ja, so vereinzelt Veranstaltungen moderiere ich, halte Vorträge und dann habe ich vielleicht auch wieder ein Arrangement in der GFL. Ja, vielleicht. Das heißt, du darfst noch nicht mehr verraten. Das klingt auf jeden Fall gut. Das klingt, ja. Meisterschaft. Also auf jeden Fall macht er irgendwas mit der GFL. Ich kann dir auch sagen, er arbeitet auch für den DFB. Also er will denen zwar immer was über O-Line-Blocking und so erzählen, aber das funktioniert nicht. Er arbeitet wirklich viel. Und wir machen ja am Sonntag, zack, zusammen. Denkst dran, morgen Telefonkonferenz, ne? Kollege, nicht vergessen, ich sitze da nicht allein. Ja, da müssen wir ein bisschen was ausarbeiten, gell? Gut, dann danke ich dir recht herzlich. Ich sag danke, schön war's. Ich danke dir auch. Viel Spaß, ihr Lieben, gebt Gas. Und viel Spaß noch am Tegernsee. Und wenn du den findest, der auf der Leitung steht, scheuch ihn da runter fürs nächste Mal. Ja, mal schauen. Vielleicht ist ja deine Jocher, weil der schon anklopft, weißt du? Ja, das kann natürlich sein, weil... Er drängt in die Sendung. An der Volksbank Arena haben wir definitiv nicht so ein dickes Kabel wie am Tegernsee. Da ist wahrscheinlich viel mehr Netz bei dir da unten. Pass auf dich auf, bis Sonntag. Tschüss. Dankeschön, Volker. Ciao. So, und wenn wir jetzt bei Volker waren, dann kann ich sagen, Volker und ich werden auch was Schönes am Sonntag euch zur Verfügung stellen. Und wo man das kriegt, wenn man es nicht gewinnt, ist natürlich klar. Jetzt kommt die Überleitung des Todes zu meinem persönlichen Lieblingsgeschäft. Die Rede ist natürlich von unserem Sponsor TAS. Denn TAS hat etwas, was die Spieler noch nicht mal haben. Und das finde ich richtig geil. Heute Abend, Kutsche und ich, wir haben schon drüber gesprochen, Gronk darf nicht dran teilnehmen, aber alle anderen schon, ist ja die Media Night. Und da sitzen dann die Spieler der Eagles und die Spieler der Patriots mit einer Mütze auf, die sie als NFC und AFC Champion zeichnet. Und diese Mützen, die gibt es, sage und schreibe, ab heute Abend bei TAS. Also TAS.com, TAASS.com. Da kriegt ihr diese unwahrscheinlich coolen Caps und davon verlose ich eine Patriots und eine Eagles Cap gemeinsam mit Herrn Shankster am Sonntag. Und ihr könnt sie jetzt schon, also ab nachher, bei TAS bestellen. Jetzt sogar schon. Jetzt sogar schon. Jetzt sogar nicht, schon sonst machen Sie doch den Laptop aus. Ach so, das glaube ich. Also ab der Tagesschau könnt ihr die bestellen. Ich schätze euch so ein, dass ihr Multitasking seid. Nein, nicht jeder ist. Also ich kann das nicht. Multitasking kriege ich nicht. Du bist ja auch eine ganz andere Generation. Ach ja, weil du ja auch viel, viel jünger bist, mein lieber Freund. Ja, komm, nicht schon wieder streiten. Wir streiten. Ja, sonst fange ich wieder mit Jay Cutler an. Ja, das ist mir scheiße. Apropos, so. Diese personalisierte Werbung, kannst du mir mal erzählen, und das ist echt kein Witz, ich habe davon einen Screenshot gemacht, wieso kriege ich bei Facebook eine Werbung von eBay, ein Jay Cutler-Trikot? Ach, guck mal an. Von den Bears. Ja. Das ist doch Mobbing. Von den Bears? Ja, damals noch. Auch noch. Ja, und ja auch noch unterschrieben. Hart. Und das Ding war irgendwie stand bei 250 Euro. Wer gibt denn sowas dafür aus? Da solltest du dich mal bei Herrn Zuckerberg beschweren, warum das so ist. Den wollte ich auch anrufen, wollte ich sagen, so, mein Freund. Jetzt hast du dich verraten, weil du nämlich heimlich immer Jay Cutler googelst und andauernd auf dessen Instagram-Profil und so. Weil ich das wirklich wissen will, ob Jay Cutler jetzt offiziell in den Sonnenuntergang reitet oder ob der tatsächlich noch einmal im Hotel noch ein Jahr hinten dran hängt. Ja, ich glaube, er weiß es selbst so. Da habe ich Angst vor.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil Ryan Tannehill, überleg mal, der hat von den Werten her ist der ungefähr auf einer Ebene mit Derek Carr. So, die haben einen guten Quarterback. Da musst du jetzt nicht, wenn der wieder gesund ist, sagen, oh komm Jay, das war so schön, bleib doch nochmal. Okay, ganz ruhig. Ja, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Wir skypen gleich noch, wie schon erzählt, den Mark an, Mark Njoja in Dallas. Ja. Er spielt für die 49ers, aber er verbringt den Sommer in Dallas. Das machen wir gleich. Wir sind so gegen 7:30 verabredet. Danach wollen wir mit euch nochmal über die Patriots sprechen, weil wir haben so das Gefühl, vor allem in den letzten Tagen, jetzt so näher der Super Bowl rückt, entweder liebt man sie oder man hasst sie. So ein Mittelding gibt es irgendwie gar nicht. Ja. Da wollen wir auch nochmal drüber sprechen, was denn eigentlich die Gründe dafür sind, was deine Gründe sind, ob du sie magst, ob du sie nicht magst und so weiter. Wir wollen aber auch nochmal, wir stehen ja auch für Boulevard, über den Entertainment-Bereich am Samstag sprechen. Du rechnest doch damit, dass Pink bei der Nationalhymne sich hinkniet, oder? Nee, ich habe das am Freitag schon gesagt. Ich gehe davon aus, dass sie die Nationalhymne mit den Worten Dear Mr. President eröffnet, so wie ihr Song 2006. Ja. Richtete sie ja nicht an Trump, sondern noch an Bush. Genau. Aber es geht los. Ich musste mir diesen Namen aufschreiben, weil ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht. America the Beautiful singt Leslie Odom Jr. Damit geht das Ganze los, so um 18.20 Uhr amerikanischer Zeit, 0.20 Uhr unserer Zeit. Dann kommt Pink mit der Nationalhymne, Kickoff und so weiter ist klar. Und in der Halbzeit tritt Justin Timberlake auf. Ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Programm. Du bist ja ein großer Justin Timberlake-Fanboy, wie wir wissen. Nein. Total. Ich habe alle in Sync. War der bei NSYNC? War der bei NSYNC? Der war bei NSYNC, ja, glaube ich auch. Wie, bei Think? NSYNC. NSYNC. Bei dem läuten ja bei vielen noch die Alarmglocken. Glocken? Oh. Oh, das war gar nicht so. Das war Absicht. Der war, jetzt gar nicht so, der war jetzt gar nicht so schlecht. Genau. Ne? Wir erinnern uns alle an Nipplegate. Wo Justin Timberlake dann plötzlich die rechte Brust von Janet Jackson entblößte. Glaubst du, also zusammen mit Pink und Justin Timberlake, dass es da irgendeine skurrile Situation gibt im Rahmenprogramm? Also ich kann dir eine Sache sagen, ich kenne ja den Mann von Pink persönlich, also falls... Das ist der BMX-Fahrer, ne? Nee, der ist Motocross und tralala und der Tätowierer, alles mögliche. Und ist wirklich ein extrem cooler Typ. Also falls Justin Timberlake aus Versehen die rechte oder die linke Brust von Pink freilegen sollte, gibt es danach wahrscheinlich direkt erstmal was vom Ohrfeigenbaum. Also in der Hinsicht, glaube ich, wird nichts passieren. Ich glaube nur schon, dass in diesem Ganzen, noch heute wird ja immer wieder diskutiert, ob es richtig war, sich bei der Hymne hinzuknien, ob es richtig war, von Colin Kaepernick seine Karriere für diese Aktionen zu opfern, also um Aufmerksamkeit zu erzeugen für eben die Problematik, die durch diese ganzen Polizeigeschichten da entstehen, dass da einfach wirklich massive Rassenprobleme sind, dass einfach viele weiße Polizisten irgendwie streng geschlagen und was da alles irgendwie Thema war. Ich glaube aber nicht, dass mit diesem irren Präsidenten, den die da haben, also Captain Toupet, der da rumläuft und irgendwie zu allem irgendwie rumtwittert und irgendwie sagt, ich habe einen Atomknopf, ich bin der Größte, ich bin der Held im Erdbeerfeld. Ich wünsche es mir, ehrlich gesagt, dass Pink zum Beispiel wirklich irgendwas tut. Ich meine, gut, wenn du die Nationalhymne versaust, das wissen wir spätestens seit Christina Aguilera, dann hast du in diesem Land echt verloren. Aber irgendwas muss passieren. Mhm. Also ich glaube wirklich, wenn du das Ding, speziell Pink, eben die sich mit ihrem Song Dear Mr. President eigentlich selber einen roten Teppich ausgerollt hat, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wenn die nichts tut, finde ich es fragwürdig. Mhm. Von Justin... Ich pack mal Janet Jackson an, Timberlake, erwarte ich jetzt nichts. Also ich erwarte da keinen Protest, kein Statement, kein irgendwas. Da erwarte ich eine gute Show, der macht gute Musik. Aber ich glaube schon, dass es an Pink liegen wird, vielleicht den hier zu machen oder. Haben wir ja eigentlich auch letztes Jahr schon vermutet, als Lady Gaga die Halbzeitshow gemacht hat. Aber das Spektakulärste war ja eigentlich, dass sie vom Dach gesprungen ist. Ja. Ganz am Anfang, war glücklicherweise gesichert. Ja, mal gucken. Also ist natürlich seit diesem Nipplegate-Skandal, David schreibt übrigens bei Facebook, Timberlake legt in der Halftime-Show die linke Brustwarze von Jay Cutler frei. Auch großartig. Auf jeden Fall seit Nipplegate wird der gesamte Super Bowl ja 5 Sekunden Zeitversetzt ausgestrahlt. Es deutet auf jeden Fall vieles darauf hin, dass wir alle
in der Halbzeit nicht groß pinkeln gehen sollten oder mit dem Hund raus, weil auch die Halbzeitshow könnte, glaube ich, interessant werden. Ja, aber also pass auf, es wirkt immer so, und das finde ich, das nervt mich wirklich am Super Bowl. Es wirkt irgendwie so, als wenn eine ganze Saison gespielt wird, um zu entscheiden, wer im Rahmenprogramm von Justin Timberlake auftreten darf. Also nochmal, der performt 6 oder 7 Songs. Die wirklich, die für mich da die großartige Arbeit leisten, sind die kompletten Bühnenbauer, die innerhalb von wenigen Minuten diese Bühne auf- und danach wieder abbauen. Der Rest, ganz ehrlich, Michael Jackson, das war hier, das war so hoch. Also wir haben das ja in unserer Boulevard-Sendung auch mal durchdiskutiert. Michael Jackson war hier. Dann gab es hier mal New Kids on the Block, das war hier. Und nochmal, Justin, höre ich mir gerne an, aber es ist jetzt nicht, dass ich deswegen sitzen bleibe, sondern da mache ich mir mit meiner Frau gemeinsam irgendwie frisches Popcorn und höre mir die Musik an. Also es ist für mich jetzt kein Zwang, da sitzen zu bleiben. Ja, ja. Statt 12 Minuten, so wie sonst, ist die Halbzeit im Super Bowl 30 Minuten. Hat Coach Izumi ja auch mal erzählt, letztlich diese 30 Minuten haben die Falcons unter anderem das Spiel am Ende gekostet, ja, weil sie wahrscheinlich zu viel überlegt haben und zu viel Zeit hatten, plötzlich zu überlegen, an was sie da eigentlich schnuppern, Großartiges. Genau, also eine etwas längere Halbzeitshow. 64.000 Zuschauer passen in dieses Stadion, logischerweise ausverkauft. Und arschkalt ist es offenbar. Vorhin waren es minus 16 Grad irgendwie, weiß ich vom Coach. Also minus 16 ist schon echt hart. Ja. Klar hast du ein Dach drüber und klar kannst du die Heizung anmachen. Aber dieses klassische Tailgating, also das Feiern draußen, Diese Meile, wo du Football-Sachen ausprobieren kannst, Tackle-Übungen, Wurfübungen, also das klassische draußen feiern, was für mich eigentlich zum Super Bowl dazugehört, fällt hier natürlich völlig flach. Also das gibt's erst ab nächstem Jahr in Atlanta wieder. Ich find's schade. Das Stadion hat es verdient, die Fans da oben haben es verdient, aber wenn wir auch ganz ehrlich sind, von den 64.000 sind das jetzt wie viele echte Vikings-Fans? Ja, das sind 3? Ja, 4? 20.000 VIPs auf jeden Fall erstmal. So. 10.000 von Coca-Cola. Ja, das ist deswegen, wo der Super Bowl stattfindet, ist im Endeffekt der erste seit 1992 dort vor Ort in Minneapolis. Ja. Gab es schon lange nicht mehr. Du. Lass uns mal den Markt dazu holen. Also ihr merkt, am Freitag haben wir auch noch eine Sendung um 19 Uhr, wie immer live auf YouTube und Facebook. Da werden wir ganz tief ins Sportliche auch auf jeden Fall einsteigen. Aber jetzt steigen wir erstmal ins richtig Sportliche ein. Ins richtige Sportliche ein, genau. Denn wir durften es alle lesen, sehr zur Freude nicht nur von Marc und wahrscheinlich seiner besseren Hälfte, sondern natürlich auch von uns. Marc hat einen neuen Vertrag und das bedeutet, er ist noch ein Jahr wieder bei den 49ers und kann dann einfach die Fahne des deutschen Footballs hochhalten. Und jetzt werden wir erstmal versuchen, ihn zu erreichen. Das hat vorhin toll funktioniert, aber wir haben eben beim Schenk gesehen, entweder steht unser Techniker auf der Leitung oder irgendwas anderes ist. Irgendwas ist ja immer. Marc? Ja. Oh, sehr gut. Das ist schon mal gut. Wir sehen dich nur noch nicht. Nee? Nee. Ehrlich nicht? Nee, ich sehe Kutsche. Wir sehen dich im Helm mit der 21. Und jetzt? Jetzt sehe ich immer noch Kutsche. Ja. Nee. Also ich sehe mein eigenes Bild. Was mache ich da? Ja. Ja, jetzt, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Ich mache hier mal das Video außen an. So, Kutsche macht jetzt das Kamerakind, der drückt jetzt alle Knöpfe. Soll ich dich nochmal anrufen, Marc? Ja, ich meine, wenn das hilft, ja. Okay. Carsten ist es ja gewohnt. Ich bin es gewohnt, hör mal. Also mit ich rufe dich nochmal an, Marc. Wir rufen dich nochmal an. Alles klar. Gut. Also, wir rufen jetzt nochmal an. Ich sag dir, der Mr. Bing, ne? Der Schenkster, der hat uns irgendeinen Virus in die Leitung gepackt. Ich sag es dir. Da ist bei der Probe hat vor allem alles gut geklappt. Ja, ne? Ganz toll. Da konnten wir sogar die Deckenlampen bei Marc irgendwie sehen. Marc? Ah! Oh, ich sehe ihn! Siehst du? Da ist er! Ah, super. Da ist er! Herzlich willkommen in der Footballerei. Einmal durch den halben amerikanischen Kontinent, dann noch Europa ein bisschen abgebogen nach links oben und schon ist er in Hamburg. Servus. Hi. Danke, dass ihr da seid. Sehr gern. Du bist in Dallas, richtig? Genau. Da verbringst du die Off-Season mit deiner Familie? Ja, genau. Also wir haben ich habe jetzt die letzten 2,5 Jahre hier gelebt und als ich nach San Fran gegangen bin, hatte ich eben nur dort 3 Monate mir eine Wohnung gemietet. Aber hier, das ist sozusagen unsere Homebase, also wir wohnen hier halt. Sehr gut.
Genau, einmal vielleicht rückblickend, du hast es erzählt, du warst bei den Cowboys, hast da auch die Saison angefangen und bist dann bei den 49ers gelandet. Erzähl doch einmal, wie du rückblickend die vergangene Saison persönlich erlebt hast, wie du bei den 49ers aufgenommen worden bist, ob du zufrieden bist, wie es gelaufen ist. Ja, also, wie gesagt, ich habe das komplette Trainingslager, alles bei den Cowboys mitgemacht. Ja, leider ging es ja dann, wann war das, ich glaube, Anfang Juli hatte ich mich ja verletzt, dann musste ich nochmal kleine Knie-OP, dann ist das alles nicht so gut gelaufen, das Camp und alles war nicht wirklich gut. Und dann ja nach dem Camp wurde mir dann eben mitgeteilt, ja, leider hat es sozusagen nicht gelangt und haben sie mich eben dann aufs Practice Squad nur, statt auf dem Active Roster zu sein. Und ja, dann war ich auf dem Practice Squad bei den Cowboys für die ersten 3 Spiele. Und dann, das war nach Woche 3, das Team ist gerade, die sind dann nach New York geflogen zum Spiel und dann habe ich eben einen Anruf von meinem Agenten bekommen, dass die 49ers mich aktivieren wollen, auf ihr Active Roster tun wollen. Und dann haben wir da ein bisschen hin und her gequatscht, haben auch den Cowboys das erzählt, ob die vielleicht das Angebot matchen wollen, sagt man da, ob die mich halt aufs Active Roster tun wollen. Haben sie dann eben nicht gemacht und ja, dann irgendwie 2 Stunden später war ich dann schon im Flieger ab nach San Francisco. Und soweit, ganz ehrlich, zurückblicken, das war das Beste, was ich jemals machen konnte. Das Team hat mich super aufgenommen. Ich liebe den Coaching-Staff dort, der GM dort, der John Lynch ist super, wie die das Team rennen. Und das ist echt super, ganz ehrlich. Also mir taugt es richtig gut dort. Und offenbar bist ja nicht nur du von dem Team begeistert, sondern das Team auch von dir. Weil herzlichen Glückwunsch, dein Vertrag wurde jetzt jüngst um ein weiteres Jahr verlängert. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, super, danke dir. Wie ist das jetzt für dich? Also du hast uns vorhin gezeigt, wie die Rückseite sozusagen deiner Kamera jetzt gerade aussieht. Also du hast uns gezeigt, wie deine bessere Hälfte da am Turnen war, Sport gemacht hat. Wie ist das jetzt für dich, wenn du jetzt weißt, du musst ja eigentlich weg aus der Heimat? Also Dallas, San Francisco, das ist jetzt nicht unbedingt Vorortsverkehr. Genau. Ist das für dich eine Belastung oder wie gehst du damit um? Ja, klar, ich bin schon mit uns ganz in Deutsch sprechen. Nee, genau, sorry. Es ist nur Gewohnheit, weißt du. Aber nee, klar, es ist schwierig. Ich muss mir halt, ich meine, sie hat auch hier ihren Job, sie hat ihre Freunde jetzt und alles hier. Und klar, ich muss halt irgendwann jetzt Anfang April, muss ich halt wieder nach San Francisco zurück. Klar, am Anfang, die Offseason ist alles noch ein bisschen einfacher, weil du trainierst 4 Tage die Woche, hast die kompletten Wochenenden frei, also da werden wir halt immer ein bisschen hin und her pendeln. Aber dann während der Saison wird es halt schon schwer, weil mit dem Sehen einfach. Weil letzte Saison ist sie einfach mit mir da rausgezogen, weil sie jobmäßig, also hier nicht festgebunden war. Ja. Aber ja klar, ist auf jeden Fall eine Belastung so wie an die Beziehung. Aber klar, das ist halt einfach ein Job und da müssen wir halt einfach durch. Und irgendwie kriegt man das auch hin. Es gibt eine Menge 49ers-Fans in Deutschland und ich glaube, viele interessiert, nachdem die 49ers ja nicht so gut in die Saison gestartet sind. Und dann kam Jimmy G, Garoppolo. Kannst du ein bisschen was erzählen, was das für ein Typ ist, wie der so tickt? Ja, Jimmy, richtig, richtig cooler Typ, ganz gelassen, ruhig, egal was immer. Also da ist ja so richtig, ich glaube, so hat sich richtig viel abgeguckt von Tom Brady, also richtig. Egal, wie viel Pressure da im Spiel ist, der bleibt immer ruhig und er kann halt auch echt zocken. Einfach. Er ist ein richtig krasser Spieler. Und keine Ahnung, er kam halt da rein am ersten Tag direkt und hat halt einfach direkt übernommen sozusagen. Also klar, ihn kannte noch keiner, aber direkt so, ja, hier, ich bin jetzt der Leader. Und so ist es halt abgelaufen und er hat da echt, ich meine, klar, einen krassen Job gemacht. Ich meine, 5 Spiele hintereinander gewonnen. Wir haben 0 und 9 gestartet und dann kommt der da rein und was der da gemacht hat, ist echt unglaublich. Aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zu dir. Also, was ist jetzt, also du bist ja jetzt mit Mercedes, Audi und Porsche sozusagen der erfolgreichste Export, den wir haben. Was die Verkaufszahlen angeht, muss man ja ganz deutlich so sagen. Was ist denn jetzt für dich deine eigene Herausforderung? Also, was ist dein Ziel, wenn du jetzt sagst, so ab September geht's los, was möchtest du erreichen? Ja, natürlich. Ich meine, man hat ja immer große Erwartungen an sich selber. Ich meine, natürlich, ich würde gerne, also natürlich so gut spielen, wie ich kann. Natürlich würde ich gerne starten und einfach so viel wie möglich lernen und halt mit aufs Feld nehmen und einfach das Beste aus mir selber rausholen. Klar, ich meine, ob es dann wirklich klappt oder was auch immer, das ist halt eine andere Frage. Aber klar, ich gehe immer mit den Erwartungen ins Spiel oder halt auch ins Camp oder was auch immer.
das, die höchsten Erwartungen, ich will starten, ich will, ja, ich will, was weiß ich, Team-Captain sein, was auch immer. Klar. Sehr gut. Wie schaust du den Super Bowl am Sonntag? Bist du auf einer großen Party, guckst du privat? Ja, ganz privat hier mit ein paar Freunden, da ein bisschen schön essen und alles. Klar, das ist ganz normal, hier gibt es ja immer so Football-Food mit Wings, Pizza und allem, aber ja, ganz gemütlich. Nur eine Frage, du schaust also in Dallas den Super Bowl. Ich hoffe, du hast dann nicht deinen 49ers-Pulli an, das könnte schon mal das erste Missverständnis geben. dir ist klar, dass also in Dallas wirst du gesteinigt, falls du tatsächlich irgendwann für die Eagles jubeln solltest, oder? Ja, ja, das ist echt so. Ey, mein Eagles, das geht gar nicht. Also das sind so mit, also klar, NFC East, das sind so mit die größten Rivalen. Nach den, und mit den New York Giants zusammen. Aber du müsstest ja eigentlich für die NFC sein. Also müsstest du für die Eagles jubeln. Müsste, aber nee. Ganz ehrlich, ist es halt, für mich ist es, ich bin ja ein Defense-Spieler. Daher Eagles Defense, wir haben selber gegen die gespielt. Ich kenne ein paar von den Jungs. Also die sind richtig krass. Also daher, ja. Eagles, klar. Ja, du setzt auf die Eagles oder was erwartest du für ein Spiel? Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Ich meine, was die Patriots da immer jedes Jahr, jede Woche da abliefern, wie die da immer zurückkommen. Also egal, was die Patriots machen, die kannst du nie abschreiben. Also irgendwie bleiben sie immer im Spiel und irgendwie gewinnen sie immer noch. Aber ja, ich bin dieses Mal auf jeden Fall für die Eagles. Ich meine, selber gegen die gespielt, wie gesagt, und was deren Defense oder auch Special Teams machen, also richtig gut. Also ich denke, die werden es dieses Jahr reißen. Gut, also wenn wir zum Public Viewing nach Dallas schalten und alle sitzen still und nur einer springt auf, dann wisst ihr genau, wo sich Marc aufhält. Da in der Mitte sitzt er. Wird super. Guck dich einmal gut um, nicht, dass Jerry Jones oder so in der Nähe sitzt. Nicht, dass was soll er denn mal machen? Ist ja nicht mal mein Boss jetzt. Marc, dein Bruder Eric war ja bei den Buccaneers. Genau. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Wird der auch in der nächsten Saison zum Beispiel noch bei den Buccaneers wieder im Kader sein? Ist da schon eine Entscheidung gefallen? Also genau, ja, Eric, ich habe jetzt ihn letztens erst gesehen, wir waren alle zusammen in Deutschland und wir haben eben auch über seine Vertragssituation geredet. Und also er hatte jetzt diesen Einjahresvertrag, er war auf dem Practice Squad und hat jetzt eben nochmal den Einjahresvertrag dort unterschrieben und bleibt jetzt noch für ein weiteres Jahr in Tampa. Und ja, anscheinend gefällt es ihm dort richtig gut. Er hat seiner Worte nach sich richtig gut verbessert, hat sich gut ins Team integriert und ja, ihm gefällt es von Grunden gut. Also, ja, was will man mehr? Also bin ich auch froh für ihn und hoffe auf jeden Fall das Beste für ihn natürlich. Schafft ihr es denn, euch mal zu sehen? Also in der Saison ist wahrscheinlich schwierig, aber jetzt trefft ihr euch für den Sommer? Ja, wie gesagt, in Deutschland haben wir uns jetzt erst gesehen, vor einer Woche oder zwei und ich versuche auf jeden Fall jetzt für die Offseason ja nicht viel zu tun, so ab und vielleicht mal da runter zu fliegen. Und ich war ja auch selber noch nie wirklich in Florida, um einfach mal die Gegend dort unten ein bisschen auszuchecken. Ich aus eigener Erfahrung kann dir sagen, es ist sehr sehenswert. Ja. Siehst du mal. Ja, musst du mal hin. Du bekommst sehr viel Lob von der Footballerei-Community, Marc. Sehr sympathisch, super, weiter so. hast du auch Kontakt zu Kasim? Weißt du, wie es mit ihm weitergeht? Kannst du da was verraten? Wir quatschen halt immer so ein bisschen, aber wirklich so, ja, wie es bei ihm weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich könnte dir gar nicht sagen, nee. Aber die deutsche Community in der NFL hält zusammen und pflegt Kontakt. Ja, klar. Ja, das sind wir drei im Augenblick, ne? Oder? Ja. Dann hoffe ich mal, dass wenn die neue Saison startet und ich ein 49ers-Spiel kommentieren darf, dass ich dann immer sagen darf, den jungen Mann kenne ich und immer deinen Namen sagen darf, wenn es heißt, so, und da hat er ihn richtig schön weggenatzt. Dementsprechend drücken wir dir die Daumen, dass du jetzt erstmal beim Football-Gucken nicht an der falschen Stelle jubelst, dass es keine negativen Sanktionen gibt, dass du die Zeit mit deiner besseren Hälfte genießen kannst und dass du dann einfach mal deinen Bruder siehst und mal die Zeit nutzt, bevor es dann im Sommer wieder losgeht. Super. Auf jeden Fall. Marc, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und ja, viel Spaß beim Football-Schauen am Sonntag. Danke euch. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Super. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Und wenn wir bei Football schauen sind, dann weiß ich, dass Kollege Schnürschuh, nämlich der Kutsche, jetzt gleich noch etwas verkünden wird. Denn er möchte noch was über Safe TV sagen. Ja, richtig. Wir haben auch heute wieder einen guten Tipp für euch von unserem Partner Safe TV, einen Online-Videorekorder, die 40 TV-Sender im Angebot haben. HD auf Wunsch, werbefrei auf Wunsch. Ui. Das heißt, wenn ihr es nicht schaffen solltet, weil ihr zum Beispiel keinen Urlaub bekommen habt, den Super Bowl euch live anzuschauen, Sonntagnacht, dann nehmt es auf.
Ihr könnt es jederzeit in einem Tag, in einer Woche oder in einem Jahr euch anschauen. Es geht auch per App, da braucht man keinen Internetanschluss für. Und das Beste ist, mit der URL www.safe.tv.de/footballerei, so rum, könnt ihr das Ganze 52 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Und wenn es euch gefällt, dann auch noch 52% sparen danach, wenn ihr da was abschließt. So, das dann gibt es auch noch 52% Rabatt. Schaut mal vorbei auf www.safe.tv/footballerei. Ich bin völlig geflasht. Das müssten wir rausschneiden. Das schicken wir als Bewerbungsvideo zu QVC. Das war rund. Ja, meinst du? Das war rund. Ich finde das Angebot aber wirklich cool. Das ist, weil oft ist es in Mediatheken ja so, dass du es nur 3 Tage sehen kannst. Und dann auch irgendwie zerhackt von Werbung und dann hängt sich das immer wieder auf, kennen wir alle. Dann willst du irgendwas gucken, dann wieder von vorne. Du siehst immer dieses drehende Rädchen. Deswegen, und vor allem, überleg mal, 52%. Ja, und was meinst du, wo kommt das her mit den 52? Entweder hast du extrem gut verhandelt. Super Bowl 52. Da wollte ich ja gerade sagen. Entweder hast du extrem gut verhandelt oder sie haben von Anfang an gesagt, pass auf, Super Bowl 52. Ist ja auch gut, dass es dann nicht Super Bowl 11 wäre. Sonst wäre der Rabatt ja nicht so hoch. Also 52 finde ich schon gut. Bevor wir uns in die Haare bekommen, jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, wo sich Menschen doch für Football ungewöhnlich schneller mal in die Haare bekommen. Das sind die Patriots und die Eagles. Ja. Über die wollen wir jetzt mal ein bisschen allgemeiner sprechen, weil das ist uns aufgefallen jetzt. Natürlich, es geht ums Ganze. Das Finale steht vor der Tür. 30 Teams sind schon gar nicht mehr dabei. Und da interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Unser Eindruck ist so ein bisschen, entweder liebt man die Patriots oder ja, man mag sie so überhaupt nicht. So ein Mittelding gibt es irgendwie gar nicht. Wie ist das bei dir, Carsten, als jemand, der schon 30 Jahre diese Liga verfolgt, also auch die Patriots kennt, als sie alles andere als erfolgreich waren? Wie stehst du zu dieser Mannschaft? Es ist ein bisschen wie mit dem alten Sido-Song, lieb's oder lass es. Also ich finde, die Patriots kannst du eigentlich nur mögen und respektieren für das, was sie geleistet haben. Das ist mich langsam nervt, dass immer im Super Bowl die Patriots stehen. Das ist meine persönliche Empfindung. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, Belichick ist ein Meister in dem, dass er Spieler findet. Überleg mal, damals Teddy Bruschi, großartiger Linebacker, dann brauchten sie einen Safety, haben einen aussortierten Safety bei den, hat Marty Schottenheimer, der Trainer, gesagt, ja, der ist durch. So, dann hat Belichick gesagt, komm mal her. So, hat danach zweimal einen Titel gewonnen, abgeräumt, großartig gearbeitet. Es ist einfach, damals wurde ein Grundstein gelegt, den er bis heute einfach wirklich perfektioniert. Der hat, wenn man sich diese Dokus anguckt über die 2003er-Saison, 2004er-Saison, der hat gestandenen Footballern situatives Coaching. Also was machst du in der Situation, was machst du in der Situation? Es ist einfach ein großartiger Coach, der einfach den Erfolg nach New England gebracht hat. Mich nervt es nur, dieses Gehype, also nochmal, das ist ein... Da boxt nicht Muhammad Ali sozusagen gegen irgendeinen Rummelboxer, sondern das sind zwei Teams, die sich auf Augenhöhe diese Leistung dahin, da spielen zu dürfen, wirklich erarbeitet haben. Ich finde, mir geht momentan das Gehype einfach ein bisschen auf den Sack. Das färbt dann negativ ab und deswegen gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, oh, die Patriots nerven. Hm. Und bei dir? Der blaue Klaus schreibt bei YouTube, ich respektiere die Patriots, aber ich mag sie nicht. Ich interessiere mich halt seit dem Jahr 2000 und dann ab 2001 und 2002 immer mehr für die NFL. Ich kenne die Patriots halt, seit ich mich für diese Liga interessiere, nur mit Bill Belichick. Der hat ja auch zu dem Zeitpunkt da angefangen. Ich glaube halt, also erstens ist es natürlich ein fetter Respekt. Ja. Also wenn du, und vor allem wenn du dir das Draft-System in dieser Liga anguckst und du darfst, wenn du jetzt nicht irgendwie trickst und ein bisschen früher rankommst in der Reihenfolge, eigentlich ja zuletzt auswählen und schaffst es trotzdem immer, auf jeden Fall zu den besten Mannschaften zu zählen, oft sogar die beste Mannschaft zu sein, das verdient einfach mal ein fettes Respekt. Was es natürlich ist, und das meintest du ja auch, ist Langeweile, weil es halt so wie Bayern München in der Bundesliga, die immer Meister werden, Juventus Turin in der italienischen Liga oder in der spanischen Liga, da gibt es immerhin 2 Teams, das macht so eine Sportart natürlich irgendwie langweilig, weil am Ende gewinnen halt immer die Patriots. Und ich glaube, es ist halt einfach so, dass Menschen keine Gewinner mögen. Das hat halt ganz viel irgendwie mit Neid zu tun. Ja, bei euch läuft es ja irgendwie immer. Aber also ich bin tatsächlich einer in der Mitte. Ich mag sie nicht, ich hasse sie aber auch nicht.
Es ist so, Bill Belichick macht halt alles, um irgendwie noch am Rande des Legalen zu handeln. Also das kommt ja auch noch dazu. Sie haben irgendwie, es gab Deflategate, den Lippenleser, Tuck Rule Game, es gab Spygate. Also das ist halt alles so, so, ja, also es ist halt alles oft nicht so richtig legal, wofür sie dann auch bestraft werden, zumindest teilweise, und eine Geldstrafe zahlen müssen oder mal ein Draftpick irgendwie den abhanden kommt. Aber es ist halt auch nicht immer alles sauber. Das kommt halt auch noch dazu. Klar, pass auf, es ist natürlich völlig klar. Aber würdest du, also wir beide coachen jetzt ein Team. So, und dann sehen wir, dass der da drüben permanent in sein Funkgerät hat. Dann würde ich auch zu dir sagen, sag mal, wollen wir nur mal einen Lippenleser anrufen? Also ich meine, das ist ja eine logische Handlung. Ob das jetzt sinnvoll ist, da die Luft aus dem Ball zu lassen, das ist natürlich, das ist dann schon richtig Mogeln Deluxe. So, ich bewundere einfach Kraft und Belichick dafür, dass sie ein System ausgetrickst haben, nämlich dieses Draft-System, was eigentlich gewährleisten soll, dass alle 3 Jahre, spätestens alle 4 Jahre, ein neues Team als Championship-Contender feststeht. Das funktioniert zwar auf der NFC-Seite großartig, aber bei den Patriots irgendwie wird das aufgehoben. Der geht halt, das ist halt der Punkt. Wie damals, egal wen er geholt hat, auch jetzt mit Harrison, du gehst einfach los, holst dir jemanden und der bringt Leistung. Ich glaube wirklich, Bill Belichick geht mit seiner Frau zu Walmart einkaufen. Und der Typ, der die Tüten packt, den guckt er an, sagt, du bist ein großer Koffer, lauf mal von A nach B, hol mir mal irgendwie Ketchup, dann kommt er zurück, gejagt, dann sagt er so, du warst richtig schnell, ich glaube, du spielst jetzt O-Line. Und 2 Jahre später spielt er im Pro Bowl. Das ist halt Bill Belichick, der findet halt Leute. Aber es ist natürlich genau der Punkt, man will jetzt eigentlich die Patriots verlieren sehen. Also egal, wen ich kenne, der sich mit mir über Football unterhält, der sagt, Digga, ich will, dass die richtig auf den Kopf kriegen. Ich will die Eagles gewinnen sehen. Und das macht natürlich jetzt diese Magie aus. Also ich glaube, der Druck, der ist so ein bisschen wir gegen den Rest der Welt. Der Druck ist, glaube ich, auf den Patriots, der ist, glaube ich, enorm. Weil alle sagen, ja, die gewinnen eh. Die gewinnen eh. Und dementsprechend können die Eagles natürlich ganz entspannt einfach mal ein Motivationsvideo aus diesen ganzen die gewinnen eh Videos zusammenschneiden und mehr müssen die gar nicht machen. Ja, die Frage ist halt auch, es ist ja dann auch immer mal wieder die Rede vom Ende der Dynastie. Ja. Also es ist ja mittlerweile irgendwie gefühlt ein offenes Geheimnis, dass der Offensive Coordinator in der nächsten Saison Head Coach der Colts werden soll. Der Defensive Coordinator soll Head Coach der Lions werden. Dann heißt es ja immer wieder, Bill Belichick ist 66, er sagt, bis 70, also in den 70ern will er eigentlich gar nicht mehr coachen. Dann heißt es wieder, er liebäugelt auch nochmal wieder zurück zu den Giants zu gehen. Tom Brady ist 40. Also so viel Zeit, weiter in dieser Konstellation zu Werke zu gehen, haben sie ja offenbar. Das heißt, rein theoretisch ist unser Gespräch in 2 Jahren Makulatur. Ja, das ist halt die Frage. Aber nochmal. Wenn du etwas sportlich leistest, weil du es dir erarbeitest, dann haben sie es verdient. Also es gibt zum Beispiel eine großartige Geschichte, damals Peyton Manning noch bei den Colts. Das ging ja damals los mit seinem Omaha und dem wilden Rumgeordebel. Und Bill Belichick hat tatsächlich den 2. oder 3. Backup-Quarterback genötigt, sich 4 oder 5 Spiele von Peyton Manning anzugucken. Um eben im Training genau das nachzustellen. Auch in der Tonlage, die Bewegungen und so weiter und so fort. Und Teddy Bruschi, der Linebacker, den ich schon erwähnt hatte, sagte, wir hatten das entspannteste Spiel gegen die Colts, weil uns nichts mehr abgelenkt hat, weil wir genau wussten, warum er das tut, wie er es tut und konnten uns komplett auf unsere Defense konzentrieren. Das heißt, ich bewundere ihn schon dafür, was er tut. Ich bewundere, dass er das wirklich bis ins hinterste Eckchen alles durchplant. Aber ich möchte gerne die Eagles gewinnen sehen. Ich möchte einfach das Bild sehen, wie Tom Brady den Kopf nach unten nimmt und den Platz verlässt. Ich weiß nicht warum, ich bin so ein Underdog-Typ. Ich möchte, dass die Eagles endlich mal gewinnen. Ich möchte euch auch ein bisschen zu Wort kommen lassen in dieser Diskussion, weil ich glaube, die richtige Meinung gibt's auch nicht. Natürlich nicht. Da ist jeder ja auch unterschiedlich. Jan zum Beispiel schreibt, er gönnt Bill Belichick den Sieg, aber nicht Brady. Dann schreibt Stefan Kuhls bei Facebook, der Vergleich mit dem Fußball passt nicht. Denn da haben, denn in der NFL haben ja alle das gleiche Geld zur Verfügung. Stimmt. Ist natürlich auch, spricht auch nochmal für sie. Genau, es werden immer wieder die Schiris, die vermeintliche Schiri-Bevorteilung kommt immer wieder zur Aussprache. Es ist halt. Aber da passt doch jetzt wieder der Fußballvergleich. Das haben wir doch beim Fußball auch, dass, weiß ich nicht, Ribéry den Schiedsrichter anpackt und nicht vom Platz fliegt. Macht das jemand anders, fliegt er vom Platz. Also
Ich glaube ganz ehrlich, dass natürlich einem Schiedsrichter auch die Tragweite bewusst ist, dass da wahrscheinlich mehr Leute hingucken und dann ist er nervöser oder. Wie gesagt, wenn jetzt Tom Brady aufspielt, wie an seinem, also eine absolut glorreiche Performance, ein perfektes Quarterback-Rating hinlegt und Pässe raushaut, dann soll er auch diesen Super Bowl gewinnen. Dann bin ich auch der, der sagt, den hat er zu Recht gewonnen. Aber einfach, weil ich durch dich wahrscheinlich jetzt so ein Boulevard eingefärbter Kommentator bin in diesem Moment, sage ich, die Geschichte wäre schön, wenn die Eagles das Ding gewinnen. Punkt. Ja, das kann man so sehen. Ja, das ist meine Meinung. Markus schreibt noch bei YouTube, sobald Belichick weg ist, ist auch die Dynastie vorbei. Also es geht hier auch bei YouTube heiß her. Aber das unterstreicht ja das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, kein Team polarisiert so stark wie die Patriots. Entweder liebst du es oder dir geht die Hutschnur hoch. Ja, genau, keine Frage. Sie gewinnen halt, dann heißt es immer, sie haben halt nicht immer so die rechten Dinge, um auf die Erfolgsspur zu kommen. Und diese immer mal wieder vermeintlichen Schiri-Entscheidungen sorgen natürlich auch immer wieder für große Diskussionen. Aber sie haben den unterhaltsamsten Spieler. Also mit Gronk hast du halt wirklich, das ist halt, den musst du halt mögen, den musst du auch irgendwie lieb haben. Das ist halt ein lustiger kleiner Junge. Ich bin da immer hin und her gerissen. Also ich weiß, was du meinst. Ich glaube wirklich, wenn jetzt tatsächlich Tom Brady ein, zwei Hits kriegen sollte, wenn er zum Beispiel auch gegebenenfalls schielenderweise wie Cham aufsteht und sagt, Cham, Prost, ich trinke gar nichts. Dann wird es natürlich extrem schwierig. Also ja. Nimmst du Brady aus dem System von Belichick raus, mit dem Backup-Quarterback, den sie jetzt haben, ist der Drops, dann ist die Messe gelesen. Dann ist Feierabend, dann ist Schicht im Schacht. Findest du, Brian Hoyer ist ein noch schlechterer Quarterback als Jay Cutler? Es ist schwierig, schlechter zu sein als Jay Cutler. Aber ganz ehrlich, du hattest Garoppolo. Und da sind wir einfach wieder auch bei dem Punkt. Ich glaube, du hast es mit diesem Ende der Dynastie ganz treffend auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da denkt jetzt jeder erstmal an sich. Also Brady, wenn er jetzt tatsächlich sagt, ich kriege einen mit, kriege ihn aufs Knie oder was auch immer. Carson Wentz-Style, Knie kaputt, raus. Und jetzt würde Garoppolo kommen und weil er das System in- und auswendig kennt und von Belichick mehr oder minder großgezogen wurde, performen würde, würde jeder sagen, siehst du, es ist nicht Brady, es ist das System. Mhm. Also war Brady wahrscheinlich glücklich, dass Garoppolo weg ist. Es ist einfach ein Punkt. Belichick kann, glaube ich, mit jedem Spieler, den er coacht, wenn er ein vernünftiges Talent vor sich hat, dieselben Leistungen erreichen. Ob das jetzt irgendwie mit Brady anders gelaufen wäre, wenn da ein anderer Coach gewesen wäre, das ist dieses berühmte Lothar Matthäus-Ding, wäre Fahrradkette, weiß kein Mensch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn jetzt tatsächlich die Eagles Defense, egal ob jetzt Fletcher Cox oder Jernigan oder was auch immer da durchkommt und ihm ein, zwei Dinger verpult, ob dann wirklich das Passspiel funktioniert und wenn er ein bisschen aus dem Rhythmus kommt, dann haben die Eagles eine reelle Chance und dann, ja, fly Eagles fly. Wer sich dafür interessiert, wie zum Beispiel Tom Brady privat so tickt, es gibt jetzt gerade bei Facebook eine sehr schöne Dokumentation, ja. 6 Teile. Time vs. Tom. Ja. Tom vs. Time. Irgendwie, Time vs. Tom, glaube ich. Irgendwie so. 6 Teile. Gestern gab es den 2. Da geht es um Mentality. Also sehr schöne Bilder, wie ich finde, weil das ist sehr selten, dass man solche Bilder aus der NFL sieht. Man sieht ihn zu Hause, also er wurde zu Hause begleitet. Auch Giselle taucht auf, man sieht ihn beim privaten Workout am Strand. Mit dem grünen Gummiband. Genau, also man kann da auch ganz neutral rangehen, ohne dass man ihn jetzt zu sehr lobhudelt, wie toll man das als 40-Jähriger macht. Oder dass man sagt, ja, der Typ nervt einfach nur. Sind auf jeden Fall tolle Bilder. Und die ich jedem empfehlen würde, sich anzuschauen, weil so dicht ran an einen NFL-Star kommt man echt selten. Und ich finde, diese Dokumentation hat ihn teilweise für mich sehr sympathisch gemacht, weil er nicht wie Cham, Superman, ich kann alles, sondern realistisch, das fand ich halt vor diesem Workout am Strand so groß, wie gesagt, ja, ich bin nicht schnell, ja. Ich werde auch nie schnell sein, ja, ich bin also langsam. Muss ich anders spielen. Ja. Und dann versuchen sie ihn doch da irgendwie am Strand zu schleifen und er sagt, nee, es wird nichts, also aber schneller werde ich nicht. Aber auch der macht natürlich viel mit Berechnung, ne? So wie ja. Du sagst, ich fand ihn sympathisch, das ist natürlich das Ziel, dass er natürlich. Das macht. Natürlich, wenn er sich hinsetzen würde und die Kamera sagen würde, ihr seid mir alle pissegal, dann wäre das Ziel verfehlt. Wenn ihn irgendein Produzent anruft und ihm das Konzept vorschlägt, wird er auch erstmal überlegen, was habe ich denn davon? Ja. Ah ja,
vielleicht kann ich dann mal so mit so ein paar Vorurteilen aufräumen oder ich sei, keine Ahnung, was auch immer. Also der wird da auch schon gucken, dass er da logischerweise gut bei wegkommt. Du, keiner von uns weiß, ob er dann, als die Kamera aus war, irgendwie den Praktikanten verprügelt hat oder irgendwie 30 Mal geschrien hat, rühr meinen Kaffee um. Das weiß man nicht. Aber im Endeffekt, wenn du es dir anguckst, dann hast du ein Gefühl. Und dieses Gefühl war jetzt nicht negativ. Also ich finde, ich habe schlimmere Sachen von Brady gesehen, wo ich gedacht habe, weiß ich jetzt nicht. Ich fand es gute Bilder, ich fand es informativ. Und es war so, dass du gesagt hast, mit dem würde ich auch ein Bier trinken gehen. Und dann hat er natürlich das Ziel erreicht. Er kam sehr nett rüber, ja. Klar. Er hat sich, ich glaube, er ist auch nett, ja. Im Grunde. Ja. Was halt an Tom Brady ein bisschen nervt, ist dieses, sobald er ein bisschen zu hart angegangen wird oder sobald irgendeine Schiedsrichterentscheidung gegen sie geht, dass er halt gleich irgendwie meckert oder, aber das macht Cham auch. Ja, aber das machen auch mehrere. Brady macht das, finde ich, aber noch extremer. Also das ist etwas, danke, dass du es nochmal ansprichst, was mich natürlich als Defense-lastigen Menschen, der sich wirklich irgendwie immer für die Defense einsetzt, so, wenn er den Ball in der letzten Bruchteil einer Millisekunde wegschmeißt und dann kommt noch einer angeflogen, der nicht in der Luft bremsen kann. So, und beide fallen zu Boden und er liegt noch nicht mal auf dem Fußboden, dann guckt er immer schon zum Schiedsrichter und macht diese Geste. Das nervt mich. Also dann würde ich als Long oder wer auch immer da um die Ecke kommt, halt nochmal 10% mehr geben. Ja, Gronk ist halt so der Party-Typ, ja. Ne? Der macht vor allem in der Offseason witzige Party-Videos, fährt mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwie durch die Gegend, schmeißt da große Partys, hat sich natürlich auch im Spiel gegen die Bills nicht gut verhalten diese Saison. Das war kernasozial. Keine Frage, aber das ist so ein bisschen, also ne? Tom Brady ist so Mr. Professionell mit einem eigenen Kochbuch und eigener Ernährung und eigenem Fitnesscoach und Gronk ist halt irgendwie so der Party-Typ, immer gute Laune, immer einen guten Spruch drauf. Und aber da sind wir wieder bei dem, was ihn unsympathisch macht. Also wenn du dann hörst von Hausangestellten, die in den amerikanischen Medien erzählen, dass sogar die Kinder sich so ernähren müssen. Weiß ich nicht. Also Fischstäbchen mit Kartoffelpü ist für ein Kind super. Da musst du nicht irgendwie linksgedrehte Algen mit 20.000 Jahre altem handgeklöppelten Himalaya-Salz. Also ja. Weiß ich nicht. Das sind so Sachen, wir diskutieren jetzt halt genau wie jeder andere über Tom Brady. Magst du ihn oder magst du ihn nicht? Im Endeffekt zählt die Leistung. Er hat fünfmal diesen Titel gewonnen. Er hat damals, als Drew Bledsoe wirklich weggenatzt wurde, seine Chance ergriffen. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er hat wirklich großartig ab dem ersten Spiel performt. Dementsprechend kann man vor ihm als Athlet nur den Hut ziehen. Man kann vor seiner Leistung den Hut ziehen. Man kann davor einfach den Hut ziehen, zum Beispiel im letzten Super Bowl, mit diesem Druck. Also überleg dir mal. Du sagst, pass auf, der ist verletzt, der ist raus. So, wir haben noch 4 Minuten, wir brauchen 2 Touchdowns. Da sagt er nicht, oh, das wird eng, sondern der sagt, hier, halt mal meinen Mate-Tee, ich geh mal auf den Platz, ich mach das schon. Ja. Davor habe ich halt wirklich Respekt. Und diesen Respekt, den hat er sich erarbeitet und den hat er auch verdient. Und auf der anderen Seite die Eagles. Also wir machen halt auch auf unseren sozialen Kanälen immer wieder Umfragen. Über wen würdet ihr euch freuen, wer gewinnt, was glaubt ihr und so weiter. Gewinnen immer die Eagles. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, fast ganz Deutschland drückt den Eagles die Daumen, aber nicht, weil es die Eagles sind, sondern weil es gegen die Patriots geht. Ja. So, und die Eagles-Fans, hast du ja auch schon mal gesagt, haben jetzt nicht den besten Ruf, sind jetzt auch nicht die freundlichsten in dieser Liga. Haben ja auch die Vikings-Fans zum Beispiel mit Bierdosen beschmissen. Ja. Also, was glaubst oder denkst du oder fühlst du, was fühlst du, wenn es um die Eagles geht? Ist das Sympathie? Ist das Respekt? Also, dieses T-Shirt habe ich geschenkt gekriegt, als ich 16 oder 17 war. Dazu muss man eine Sache sagen, die Eagles damals mit Papali, also das war, musst du dir so vorstellen, die haben ein offenes Casting sozusagen, heutzutage würde man offenes Casting sagen, gemacht. Da konnte sich jeder Spieler, jeder, der mal Football gespielt hat und nicht am College oder nicht gedraftet wurde oder wie auch immer, konnte sich da bewerben und der hat tatsächlich gespielt und hat auch wirklich abgeliefert. Das ist so eine passend zu Rocky-Geschichte und diese Geschichte ist aber echt. Die Eagles waren schon immer ein Team, da stand irgendwie, also so ein Arbeitsteam. Die so haben ein bisschen rotzig, ne? So ein bisschen rotzig, klar. Ja. Natürlich, diese Fangeschichte, die du aufgeregt hast, wenn ein Kevin Hart, der berühmte Comedian, dieser nicht so etwas kleinere, der irgendwie sagte, er hat ein Kindheitstrauma, weil er war beim Eagles-Spiel und da war ein Hund, der sah aus wie Boomer der Streuner, der hat Frisbee-Scheiben gefangen und hat irgendwie die 5. Frisbee-Scheibe nicht gefangen. Da hat das ganze Stadion diesen Jungen, der mit dem Hund das vorgeführt hat, ausgebuht. Also Philadelphia ist schon hart. Ja. Es heißt Stadt der brüderlichen Liebe, aber im Stadion vergessen sie es halt. Ich mag die Eagles durch das, was sie einfach über die Jahre abgeliefert haben.
Das ist für mich eine Franchise, die wirklich immer kurz davor war, diesen ganz großen Durchbruch zu machen, aber es nie geschafft hat. Und jetzt haben sie es in der Hand und das Ganze dann mit einem Backup, der damals weggetradet wurde für eine schwachsinnige Geschichte, die keinen Sinn macht, der dann unter Fischer da gelitten hat und dann wieder zurück wollte. Es ist wie ein Drehbuch. Es ist wie ein Drehbuch, weißt du, wie Star Wars. Also der böse Imperator Belichick mit dem jungen, keine Ahnung, Sturmtrooper Brady gegen die Rebellen. Mhm. Und da hast du so Yoda ist jetzt Foes. Das sind einfach Geschichten, die funktionieren. Und ich glaube wirklich, dass das weltweit einfach toll funktionieren wird. Dass die Leute es genießen und dass die Leute sagen, ja, ich mag die Eagles, obwohl sie vielleicht die ganzen Geschichten um die Eagles gar nicht kennen. Und machen wir uns nichts vor, das macht den Sport ja auch aus. Dass man ordentlich sich austauschen kann, dass man sich auch mal piesacken kann, dass man einen klaren Favoriten hat. Und vor allem, wenn das eigene Team ausgeschieden ist, dass man trotzdem mitfiebert. Ja. Weil man einen klaren, ein klares Team hat, für das die Sympathieherzen schlagen. Für wen schlägt denn deine Sympathie? Martin E., das würde ich noch mal einmal kurz sagen, das kann man auch zusammenfassend vielleicht gut zitieren. Martin E. bei YouTube schreibt, ein pöbelnder Eagles-Fan ist mir immer noch lieber als ein hochnäsiger Pets-Fan. Auch eine Meinung. Ja, aber was ist denn deine Meinung? Ich bin, wie du weißt, ich habe mein Herz ja plötzlich spontan an die Jaguars verloren. Ja. Ich bin auch immer für den Außenseiter, immer für den Nicht-Favoriten. So ist man, glaube ich, wenn man, seit man denken kann, HSV-Fan ist. Ja, vielleicht ist das einfach unser Problem. Aber ich finde es halt, also ich weiß, dieser Vergleich hinkt, aber den benutzen ja viele. Es ist so einfach, Patriots-Fan zu sein. Wenn man dann mal im Halbfinale ausscheidet, dann war die Saison schon eine Vollkatastrophe und alles ist so scheiße und wir sind so schlecht. Das ist so wie mit Bayern. Wenn sie einen Triple nicht schaffen, oh, Saison ist versaut. Wir sind nur Zweiter geworden, ärgerlich. Während wir in der Relegation sagen, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das. Ich mag halt Vielfalt. Ja. Und deswegen würde ich mich auch mehr drüber freuen, wenn die Eagles gewinnen. Am meisten freue ich mich aber auf ein geiles Spiel. Ja. Also ich will halt ein geiles, spannendes Spiel sehen. Und wäre auch nicht zufrieden, wenn die Eagles jetzt zum Beispiel 40-0 gewinnen. Nee. Wird nicht passieren, aber wäre ich auch nicht zufrieden. Also ich bin Fan dieser Liga und ich möchte einen geilen Super Bowl sehen. Es ist vor allem für alle die wirklich jetzt ihr Team auf der Strecke verloren haben, also alle Steelers-Fans und so weiter und so fort, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass das Spiel ein enges Spiel wird, ein gutes Spiel mit Highlights, aber halt trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe. Weil natürlich, es ist Werbung für den Sport und dann soll es auch wirklich ein gutes Spiel sein. Und nicht wie damals ein 55-0 irgendwas, das will keiner sehen. Nee, genau. Apropos sehen, die Tagesschau läuft schon. Ja, aber weißt du, was vor der Tagesschau lief? Du machst ja immer, das ist wirklich, das ist kein Witz, ich verarsche dich jetzt nicht, du kannst es googeln. Vor der Tagesschau läuft immer Wissen vor 8. Mhm. Eine Wissenschaftssendung. Und da ging es heute um Kakerlaken als Rettungshunde. Kakerlaken? Ja, die als Kakerlaken Rettungshunde. Als Rettungshunde. Es ist tatsächlich wahr. Also da hat sich wirklich jemand mal Gedanken gemacht. Anja Reschke ist diese Journalistin, die sich damit beschäftigt hat. Da kann ich alle verstehen, die stattdessen das geguckt haben, weil das finde ich total interessant. Wie soll das denn gehen, eine Kakerlake als Rettungshund? Das verstehe ich nicht. Ja, die kriegt irgendwie einen Chip auf den Rücken. Ich habe es ja jetzt auch nicht gesehen, ich sitze ja mit dir hier. Aber so, okay. Ich habe einfach gedacht, wenn du jetzt wieder mit deiner Tagesschau anfängst, dann sage ich dir, dass nach der Tagesschau, also eigentlich können wir weiterreden, weil die Tagesschau geht ja nur 15 Minuten und danach gibt es irgendwie Karneval aus Aachen. Das ist jetzt bestimmt für alle, die in der Mitte dieses Landes wohnen, irgendwie total spannend, aber für alle anderen nicht. Also weiß ich auch nicht. Gut, wieder was gelernt. Ja. Kakerlaken als Rettungshunde. Wir wären dann auch soweit durch. Ich gucke hier noch einmal nach euch. Da ist aber viel. Da wirst du irgendwas finden. Ja, ich gucke hier. Und damit meine ich jetzt nicht wieder irgendeine Frage nach Jay Cutler, sondern eine vernünftige Frage. Don Schningo ist sehr aktiv. Don Schningo? Ja. Ich gucke nochmal. Du bist am Sonntag auch am Start für Run NFL. Wann geht's da los? Wir sind ab nach der Tagesschau sind wir on air bei ProSiebenMax. Wir haben ja vorhin gehört, wir besprechen morgen, was wir tun, der Schenkster und die ganze Redaktion. Wir setzen uns zusammen. Es gibt natürlich ganz, ganz viel, worüber es gut wäre zu reden. Was die ganze Saison passiert, ist natürlich klar.
auch primär über die Eagles und über die Patriots, ob jetzt Gronkowski spielt oder nicht oder wie, was, wo. Da werden ganz großartige Filme gerade zusammengeschnitten. Wir werden viel Spaß haben im Studio, wir werden viel Quatsch machen, wir werden ein bisschen Footballerei eingefärbt, also wir werden uns halt unterhalten und da wird dann jeder seine Meinung kundtun. Roman wird da sein, Mr. Bing wird da sein. Das wird gut, das wird super. Wir werden euch auch zuschauen. Wir sind ja bei der Footballerei-Party. Lennart fragt auch gerade, wie das Programm aussieht. Da sind wir in den letzten Zügen, sobald es dort ein Programm gibt. Kutsche tanzt. Lasst euch ein bisschen überraschen. Spätestens auf der Party erzählen wir es euch natürlich, was so abgeht. Ihr könnt auf jeden Fall wieder was gewinnen. Das kann man euch schon verraten. Wir werden auch live gehen, auf jeden Fall. Wir werden auch versuchen, dich dann noch dazu zu schalten. Ja. Also wir haben da ein buntes Programm. Um 20 Uhr öffnen die Pforten. Kommt gerne, so schnell ihr mögt. Und dann verbringen wir viele, viele Stunden zusammen und sehen hoffentlich ein schönes Spiel. Ich freue mich sehr auf diese Super Bowl Party. Aber singst du denn jetzt? Ja. Also weil mir wurde gesagt, du machst die Halbzeitshow. Ja, ja. Mit dem Best of in Sync. Ja, genau. Best of in Sync. Das wird super. Das alleine wird deswegen lohnt es sich schon hinzugehen. Eine Frage Kutsch ist hier noch reingekommen, die ich auch völlig berechtigt finde, und zwar von Sebastian Böhm bei Facebook. Ist Hugh Jackson denn eigentlich schon baden gegangen? Hat völlig er, berechtigte das hat er Frage. Letzt, das hat er am Freitag schon gefragt, als ich zugeguckt habe. Und das habe ich auch gleich mit Gefällt mir versehen. Weil das wird gerade so... Das, so typisch NFL-mäßig wieder... Ja, komm, so. Ja. Also Hugh Jackson muss definitiv schwimmen gehen. Also ich meine, damals bei den Raiders hat er es nicht gerissen, jetzt reißt er auch nichts. Nee. Und dann reißt er nur die Klappe auf. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil da darf er nicht drum rumkommen. Hugh Jackson in der Badehose, ja, aber Strafe wir, muss sein. Wenn wir es jetzt im Auge behalten, meinst du wirklich, deswegen geht er schwimmen? Oder schreibst du jetzt hughjackson@clevelandbrowns.com eine E-Mail und sagst, Diggi, when are you going to dive into the frozen lake? Ich schreibe eine E-Mail an info@browns.com. Hi. This is Kutsche. From the footballerei. I have a question. Has Hugh Jackson already bought the neopren Badehose because he told me he was going to swim in the frozen lake? Genau, so ungefähr. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Absolut, absolut, absolut. Ja, sehr gut. Freitag sind wir wieder live. Wie gewohnt, 19 Uhr bei Facebook und YouTube. Da werden wir dann sehr, sehr sportlich reden über die entscheidenden Momente, Szenen, worauf es ankommt und so weiter. Bis dahin gibt es am Mittwoch wieder eine neue Ausgabe des Concussion-Protokolls von Stolle. Nee, am Donnerstag, Entschuldigung. Am Mittwoch gibt es nämlich einen neuen Teil NFL-Boulevard. So, ja, jetzt habe ich genau, uns beiden Chaoten. Mittwoch NFL-Boulevard, Donnerstag Concussion-Protokoll und Freitag sind wir schon wieder live. Und dann ist es auch nicht mehr lang. Dann ist endlich Super Bowl. Dann ist endlich Super Bowl. Und jetzt ist es gleich, wenn die Tagesschau um ist, auch nicht mehr lang. Wieder dem tierischen Ernst, so heißt diese Karnevalssendung. Wir werden irgendwelche Orden verliehen. So ein völliger Unsinn. Vielleicht hat sich ja jemand als Kakerlake verkleidet. Ja, nee, das war ja davor. Aber es ist einfach, es ist Quatsch. Also, habt viel Spaß bis dahin. Vor allem, wie gesagt, mit uns beiden beim Boulevard. Wir reden über den Super Bowl, ne? Ja, oh, das war super, das war super. Da gibt es viel zu gucken. Also da, es lohnt sich da definitiv, sich die Zeit zu nehmen. Ich brauche dringend einen neuen Ball, der ist echt schon genug. Dann frage ich mal bei Tars nach. Die haben super so kleine Bälle, so Kinderbälle für dich zum Spielen. So, wir sind raus. Euch viel Spaß bei wieder dem tierischen Ernst. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.